Herzlich willkommen, Leute, zu Rund ums Drehen. Mein Name ist Daniel. Meiner ist Felix. Und heute soll es um das Thema Härten gehen. Wir werden euch alles rund um das Härten präsentieren, auch mit den Gitterstrukturen. Und anschließend werden wir noch einen Härteofen besuchen. Und dann werdet ihr alles auch noch praktisch miterleben. Ganz genau. Dafür wünschen wir euch viel Spaß. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was ist Härten? Härten ist ein Wärmebehandlungsverfahren, das dient dazu, um zum einen natürlich die Härte des Werkstoffs zu erhöhen, aber ein Werkstoff mit einer höheren Härte hat natürlich auch eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen plastische Verformung. Das heißt, wenn ihr ihn biegen wollt, geht es natürlich schwerer, aber ein gehärteter Werkstoff lässt sich natürlich weniger biegen, der bricht natürlich gleich. Das ist eben dieser Zwiespalt zwischen Härte und Zähigkeit, das müsst ihr beachten. Dann ist natürlich so, wenn ich einen Werkstoff härten möchte oder ein Bauteil, dann möchte ich eine höhere Verschleißbeständigkeit erreichen. Das heißt, gegen abrasiven Verschleiß oder gegen mechanische Beanspruchung. Das sind die Hintergründe, warum man ein Teil härtet. So Leute, warum sollte man einen Werkstoff härten? Wir gehen jetzt ganz einfach von unserem Beispiel aus. Wir produzieren Parallelunterlagen und diese sollten mechanische Beanspruchungen, also das heißt, wenn wir unser Werkstoff beispielsweise in einen Schraubstock einspannen wollen, dann dürfen sich die Parallelunterlagen ja nicht, übertrieben gesagt, verbiegen. Sie müssen komplett hart sein und sie werden ansonsten auch nicht weiter beansprucht, denn das Werkstück muss dann natürlich das Maß halten. Ein gehärteter Werkstoff ist natürlich widerstandsfähiger gegen statische oder dynamische Verformung. Statische Verformung ist zum einen, ihr habt euren Werkstoff liegen und ihr haut dann drauf, zum Beispiel mit einem Meißel oder mit einem Körner. Der ist natürlich dann viel härter, lässt sich dann viel schwerer ankörnern, wenn man ihn bohren möchte. Dynamische Verformung ist zum einen dann immer dieses Biegen. Wenn ihr mal hingeht und nehmt eine Büroklammer, biegt die hin und her und hin und her und hin und her und irgendwann bricht die. Das ist bei einem gehärteten Werkstoff natürlich relativ schwer machbar, den zu biegen, weil dann bricht er sofort. Hier haben wir das Wechselspiel von Zähigkeit und Härte. Wenn die Härte hoch ist, ist die Zähigkeit gering und andersrum genauso. Und das ist eben, was einen gehärteten Werkstoff eigentlich noch ausmacht. So, nun kommen wir zu den geeigneten Werkstoffen. Prinzipiell ist eigentlich jeder Stahl härtbar, denn es unterscheidet sich nur durch die chemische Zusammensetzung, dass wir euch später durch diese Modelle nochmal näher bringen. Wie der Daniel schon gesagt hat, es gibt auch den sogenannten Härteverzug. Das ist, wenn ihr euch ein ganz, ganz flaches Bauteil vorstellt. Das kann durch den Härteprozess sich dann verformen. Also aus einem flachen Stahl wird dann zum Beispiel ein U oder sowas. Das müsst ihr auch immer in den Prozess mit einrechnen, dass ihr dann vielleicht nochmal nachbearbeiten müsst. Beim Drehen zum Beispiel hart drehen am Ende oder ihr müsst beim Fräsen nochmal über die Fläche drüber fräsen, dass die wieder die Zeichnungsangabe einhalten kann. Wenn man jetzt einen Werkstoff, wenn man sagt, ein Werkstoff ist härtbar, dann ist die Fähigkeit, dass der Werkstoff entweder durchgreifend, also dann spricht man vom Durchhärten, oder in Randschichten, dann, das wäre dann so eine Induktivhärte zum Beispiel, wo man dann nahe Randschichten nur härtet und innen drin bleibt der Kern dann zäh, sodass das Bauteil wieder dieses Wechselspiel zwischen Zähigkeit und Härte irgendwie ein bisschen kompensieren kann. Leute, manche Materialien lassen sich leichter härten als andere. Wie wir das herausfinden können, ist eigentlich im Prinzip ganz einfach. Wir werden eine Härteprüfung anwenden. Da, wie ihr bestimmt wisst, es gibt Brünnel, Vickers und Rockwell. Wenn ihr mal Lust habt, können wir gerne eine Härteprüfung verfahren. Nur um den Videorahmen nicht zu sprengen, konzentrieren wir uns heute nur auf das Härten. Die Frage ist natürlich, woher weiß man als Fertiger oder als Hersteller, will der Kunde das Teil gehärtet haben oder will er es nicht gehärtet haben? Diese Informationen findet ihr auf der Zeichnung. Auf der Zeichnung seht ihr solche Sachen wie die Härte, also den Härtewert in HRC zum Beispiel. Das ist ein Zahlenwert und gibt dann die Härte an nach Rockwell und sagt dann, okay, 60 HRC oder 80 HRC. Dann wisst ihr genau, okay, dieses Bauteil muss noch gehärtet werden. Dann gibt es meistens noch die Angabe Einhärtetiefe, die wird abgekürzt EHT. Das heißt zum Beispiel, in einer Tiefe von 3 mm am Bauteilrand muss dann die und die Härte noch gegeben sein. Das sind so Angaben, die könnt ihr über die Zeichnung euch holen. Dann gibt es auch noch die nächste Frage,
Will der Kunde dann das Bauteil nach der Anlieferung weiter bearbeiten? Oder soll es ihr bereits fertig bearbeitet anliefern? Sollt ihr an bestimmten Punkten des Werkstücks prüfen? Gibt es auch auf der Zeichnung sogenannte Prüfpunkte? Dann seht ihr einfach, wo genau will der Kunde gemessen haben, wie hart das Bauteil ist. Und zu guter Letzt ist noch wichtig, ob der Kunde euch eine Isoliervorschrift gibt. Weil ihr wisst ja, wenn die Temperatur sich verändert, verändert sich auch das Gefüge. Das heißt, wenn jetzt ein Bauteil, sagen wir mal, noch relativ warm ist, dann hat es ein anderes Gefüge, wenn es schon abgekühlt ist. Und das sind einfach solche Dinge, wo ihr im Vorfeld abklären solltet mit eurem Kunden, dass es hier keine Probleme gibt. So, nun kommen wir noch zu den gängigsten Verfahren beim Härten. Und zwar wäre zunächst einmal das Härten des gesamten Querschnitts. Das bedeutet, das Teil, das wir haben und härten wollen, wird komplett durchgehärtet. Als weiteres gibt es noch das Randschichthärten. Je nach Angabe auf eurem Arbeitsauftrag wisst ihr ganz genau, wie tief das Material Randschicht gehärtet wird. Das heißt, es wird nur ein kleiner Teil ins Material reingehärtet. Ja, dann gibt es eben noch die Härteverfahren, die arbeiten dann mit Zusätzen. Das wäre dann hier zum Beispiel das Aufkohlen bzw. das Einsatzhärten. Hier hat einfach der Werkstoff an sich selber nicht genug Kohlenstoff, um einfach diese Härte, die erzielt werden muss, zu erreichen. Deshalb geht man einfach hin und gibt einfach nochmal Kohlenstoff in den Prozess mit rein durchs Aufkohlen. Oder es gibt aber auch noch eine andere Art, eine andere Gruppe. Da spricht man vom Beintisieren. Das ist im Prinzip ein Härteverfahren, der findet isotherm statt, also bei konstanter Temperatur. Aber zu allen diesen einzelnen Verfahren können wir gerne auch jederzeit noch ein Video machen, sind aber trotzdem sehr vollumfänglich und deshalb machen wir hier nur einen kleinen, groben Abriss. Nun kommen wir zu den Voraussetzungen für das Härten. Und zwar bestimmt der Kohlenstoffgehalt bei der Stahlsorte, wie gut sich der Stahl härten lässt. Und das kann man ganz einfach auch an einem kleinen Modell beschreiben. Also zum einen haben wir jetzt hier mal ein Modell und zwar müsst ihr euch Folgendes vor Augen führen. Und zwar, jeder Stahl ist eine Legierung aus Eisen und Kohlenstoff. Je nachdem, wie viel Kohlenstoff enthalten ist, desto ändert sich auch die Gitterstruktur des Stahls und auch dann die Bearbeitbarkeit. Zum Beispiel gibt es ja den Stahl mit C15, das wäre ein Stahl mit 0,15% Kohlenstoff in sich. Aber es gibt aber auch Stähle, die haben 0,8% Kohlenstoff, also dann wäre es ein C80 oder auch mehr. Das ist entscheidend für den Zeittemperaturverlauf und zwar für das ZTU-Diagramm. Wir betrachten jetzt hier erstmal diesen Würfel, das ist unsere sogenannte Elementarzelle. Diese betrachten wir eigentlich immer, wenn es um Verformungen und wenn es um Härteprozesse geht. Wir schauen uns das mal an. Wenn wir jetzt hier unseren Beispielwerkstoff, unser C35 nehmen, haben wir 0,35% Kohlenstoff und der kommt zuerst als Ferrit und Perlit vor in der normalen Temperatur. Wenn wir ihn dann über die AC3-Linie erhitzen, dann verändert sich seine Gitterstruktur. Und dann wird nämlich aus kubisch raumzentriert. Das sieht dann hier so aus. Also ist in der Mitte nochmal von dieser Elementarzelle nochmal ein Kohlenstoffatom, ebenso wie jeweils an den Eckpunkten. Verändert der sich nämlich zu kubisch flächenzentriert. Das heißt, je wärmer es wird, desto mehr kommen die Atome in Schwingung. Und wir haben dann jetzt zum Beispiel hier an der Fläche, überall an jeder Fläche haben wir noch ein zusätzliches Kohlenstoffatom. Das heißt, je wärmer es wird, also je mehr ihr euren Stahl erhitzt, desto mehr kommt der in Schwingung und wir brauchen ja die Atome auch ein bisschen Platz. Müsst ihr euch vorstellen wie eine Disco. Wenn die Musik gut ist, dann wollt ihr tanzen, dann braucht ihr Platz. So, jetzt geht man aber hin und schaltet die Musik aus. Das heißt, wir unterbrechen diesen Temperaturanstieg rapide durch Abschrecken in einem Ölbad, Abschrecken in einem Wasserbad oder man stellt es raus bei den frostigen Temperaturen wie jetzt und lässt es langsam abkühlen. Durch das rapide Abkühlen springen wir wieder zurück in die alten Gitterstrukturen. Und aber dadurch, dass wir so schnell abgekühlt haben, hatten die Kohlenstoffatome, die ja vorhin genügend Platz hatten, gar keine Zeit abzuhauen. Deshalb sind sie jetzt hier in der Gitterstruktur gefangen.
Das ist dann irgendwann Martensit und dann sprechen wir von der hexagonaldichtischen Packung. Da sind dann viele Kohlenstoffatome drin gefangen, zeichnet sich dadurch aus durch eine hohe Härte. So kann man im Prinzip mal den Härteverlauf mit einem Beispiel mal darstellen. So Leute, aber Theorie langweilt wahrscheinlich die meisten, außer für die Azubis, für die wird es sicher interessant sein. Deshalb kommt mit, wir gehen jetzt zum Härteofen und dann zeigen wir mal, wie wir unsere Parallelunterlagen härten. Viel Spaß dabei. So liebe Leute, nun sind wir am Härteofen. So sieht das gute Stück aus. Dieser wird momentan erhitzt. Hier sind wir bei 680 Grad. Wir werden so auf ca. 850 Grad gehen. Wenn wir gerade mal aufmachen. Hier kommt nachher unsere Parallelunterlage rein. Hier haben wir eine hohe Parallelunterlage, die werden wir nachher in den Ofen hineinbefördern. C45er Material. Also, wir haben jetzt unser Rohling, der ist nicht gehärtet, mit einer Zange in der Hand. Den wird jetzt Daniel in den heißen Härteofen befördern. Wir haben die Härtetemperatur erreicht. Im Härteofen gibt es eine Grundplatte. Dort werden wir das Werkstück draufstellen. Es ist sehr heiß da drin. Deshalb muss es zügig gehen. Und jetzt werden wir das Ganze dann beobachten über unser Messgerät. Ein Coolmeter. Somit werden wir die Temperatur am Werkstück messen können. Und wenn die dann eben das Soll erreicht hat, werden wir das Ganze wieder entnehmen. So Leute, Stunde ist rum. So sieht das aus. Wichtig hierbei ist, dass ihr das Teil bewegt. Ein längliches Teil muss in Längsrichtung abgeschreckt werden, sonst verbiegt es sich. Und man sollte auch versuchen, dass man gleichmäßig das Teil bewegt. Nicht, dass man auf einer Fläche mehr Wasser, also auch mehr Kühlwirkung hat als auf der anderen. Und optimal ist das jetzt auch nicht, weil man die Zange an dem Werkstück habt. Aber das soll nur zum Vorführen dienen. So, und nun ist das abgeschreckt. Genau. Wir erzielen jetzt einfach durchs Abschrecken mit Wasser eine andere Härte, als wenn wir mit Öl abschrecken würden. Weil hier geht es hauptsächlich dann um den Temperaturunterschied, den man erzeugen kann. Der beeinflusst auch wieder die Härte. An der Position, wo jetzt die Zange greift, haben wir natürlich nur messen, eine andere Härte als eben am anderen Bauteil. So schaut das Ganze dann aus. Es war jetzt leider ein wenig Wasser im Eimer, aber spielt keine Rolle. Das Teil haben wir jetzt auf 800 Grad gehärtet. Und? Denn im Tabellenbuch steht 800 bis 820. Die 800 dient für das Wasser und die 820 für das Öl. So Leute, jetzt kommt noch der Härtetest. Mal andersrum noch. Hat Kirik gesplittert, ja. Und wir sehen, das Teil ist hart. Hier sehen wir den Hammer. Diesen hat es eingedellt bei unserem gehärteten Werkstück. Also, das Werkstück ist härter als der Hammer. Jetzt haben wir hier gerade ein Haarlineal. Mit dem Haarlineal prüfen wir mit einer Lehre die Ebenheit unseres Bauteils und wir sehen durch den Lichtspalt, dass unser Bauteil sich verzogen hat durch die Härte. Das ist der sogenannte Härteverzug. Den kann man ausgleichen durch eine weitere Bearbeitung, entweder durch Schleifbearbeitung oder Fräsbearbeitung, um einfach hier wieder
die Ebenheit herzustellen. Das war eben prüfen. Das Ganze kann man eben auch noch messen mit einer Messuhr, mit einem Messstativ an verschiedenen Messstellen. Und so kann man eben messen und prüfen. Leute, wir sind wieder am Ende unseres Videos angekommen. Ihr wart nun mal live dabei, wie wir ein Teil gehärtet haben im Härteofen. Und nun sind wir wieder zurück in der Firma. Das war nur ein schematisches Vorgehen. Es gibt natürlich verschiedene Härteverfahren. Es gibt auch industrielle Verfahren, die einfach auch ein bisschen anders ablaufen. Aber das war nur mal so ganz grob, dass man einfach die Schritte sieht und auch erkennt. Bitte gebt uns ein Feedback zur Kamera, zum Mikro. Ist alles neu? Das versuchen wir jetzt eben gut so anzupassen, dass es für euch passt. Dies ist auch in der Infobox verlinkt. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ganz genau. Bis dahin.